Hallo. Hallo, liebe Weinfreunde, Servus, willkommen bei einer neuen Folge Werner Vino heute. Heute lassen wir Heute es krachen. lassen wir es krachen. Mosel. Es ist zwar kein Kracher, aber eher Nein. Saar, oder? Eigentlich eher Saar. Ist von der Saar, also ein Weingut, Mosel was Saar Ruwer heißt Mosel es ja Saar-Rouwer, aber heutzutage. eigentlich kommt das Weingut von der Saar. Ich finde die Bezeichnung jetzt auch nicht so toll, dieses alles unter Mosel zusammengefasst, weil das Gebiet ist eigentlich wesentlich vielschichtiger. Heute ein Weingut hatten wir noch nicht, Nee. ist aber eigentlich sehr bekannt Ist seit eigentlich der einigen Jahren. Kracher. Van Volxem, Goldberg. Erstes Gewächs bzw. großes Gewächs. Ja. Inzwischen heißt es erstes Gewächs, aber ja. Jahrgang 2011 und Wie heißt der? Niewodniczanski, oder? Niewodniczanski. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. So Wenn nicht, tut es heißt mir leid. der Der Weinmacher. Besitzer, der Weinmacher, kommt eigentlich aus einer ganz anderen. Bapapapapapap. Riesling trinken wir aus Rieslinggläsern. Wenn wir es schon haben, dann probieren wir es auch aus Naja, Rieslinggläsern. bebaumt ist sagen wir ja gar nicht. Ne? Na. Ja, und kommt eigentlich aus einer Brauereidynastie, ist aber Weinmacher geworden. Ein unheimlicher Verfechter des Den haben wir Terroir-Gedanken. auch schon kennengelernt. Haben wir schon kennengelernt in Wien, ne? In Wien auf der Vivinum. Ja. Sympathisch eigentlich, bloß war bei ihm so eine Riesentraube um seinen Stand rum. Ja, Deswegen sind wir ja. eigentlich kaum zu ihm gekommen. Das war ein bisschen blöd. Mussten wir Ja, halt mit Markus Monitor ein bisschen labern. das war auch nicht schlecht, aber das holen wir nach. Das holen wir Ja. nach. Heute spricht sein Wein für ihn. Das ist, glaube ich, auch Auch richtig, eigentlich ne? die beste Sprache. Der hat jetzt schon wirklich so die Primärfrucht ein bisschen abgebaut. Der ist noch ein bisschen verschlossen, würde ich sagen. Finde, der hat das abgebaut. Der ist, ich habe so das Gefühl, wenn ich jetzt hier trinke, ist hier so mehr die Mineralik Ja, es ist Terroir. da. Ja, es ist ein unheimlich Terroir geprägter Wein. Und der Boden ist Schiefer. Das hatte ich auch so gerade so ein bisschen in der Ja, also. Nase, wo ich so meine Nase reingehalten habe, habe ich mir so vorgestellt, welche Gesteinsart hätte ich jetzt vor der Nase. Und ich hätte mir wirklich jetzt vorgestellt Schiefer. Das ist so wie. Der Hendrik Thoma hat es ja mal so mit Schiefer lutschen, so Schiefersteine lutschen im Mundwinkel Nimm mal einen vertrieben. Schluck. Ja, sollte ich jetzt mal. Auf dem Etikett suche ich schon die ganze Zeit die Bezeichnung trocken. Da ist aber keine. Was sagt uns das? Der ist nicht trocken. Das ist ein restsüßer Wein Aber mit der strammen Säure. ja. Und so. Bisschen so Feuerstein, aber der Schiefer kommt sehr stark durch. Das wollte ich gerade sagen. Also das ist so, als wenn du halt so ein bisschen, Aber auch ein wenn ihr bisschen. mal so ein bisschen dran geleckt habt, Ja, so an so einem so an. Stein. Ja. Und es kommt doch auch so ein bisschen so was Honigartiges. Ja, das ist, glaube ich, auch vom Alter langsam. Er ist ja auch schon 4 Jahre alt. Also ich glaube, das ist die Art von Riesling, die früher mehr gekostet hat als ein Bordeaux. Ja, das ist, da kommt man auch nicht weiter mit der Bezeichnung. Trocken, feinherb, restsüß. Das ist einfach diese Geschmacksrichtung Mosel bzw. Saar. Also er ist sehr fein, sehr filigran, ist auch nicht
nicht alkohollastig. Ich meine, ich habe jetzt den dritten Schluck genommen. Der dritte Schluck ist komplett anders als der erste Schluck. Und da sind sogar so ein bisschen Zitrusaromen dazu gekommen am Schluss. Bisschen. Also der ist schon perfekt ausbalanciert. Der ist. Und wenn mich jetzt jemand fragen würde, zu was trinkt man den? Zu nichts. Den trinkt man einfach so. Das ist einer, den trinkt man so. Ja. Man kann ihn auch zum Essen. Da ist er bestimmt vielfach einsetzbar. Ja. Also asiatische Küche und so weiter. Ja, aber würde ich gar nicht mal so sehen. Ich würd ihn zur französischen Küche empfehlen. Das ist so ein Riesling, der würde mit einem Rotwein mithalten. Auf jeden Fall. Aber ich finde das so ein Philosophenwein irgendwie. Ne? Der hat jetzt alkoholmäßig 12,5. Ist jetzt nicht so richtig stark, auch nicht so richtig schwach. Der ist so im Mittelfeld und das ist so ausgewogen und der macht so Spaß beim Trinken. Ich muss ja noch ein zweites Glas gleich trinken. Ich finde auch, dass er Spaß macht beim Trinken. Und man merkt jetzt so einfach, wir haben jetzt das Jahr 2015. Und jetzt ist so langsam die richtige Zeit, die 211er zu killen. Ja. Ich habe es ja schon öfters gesagt, 211 ist so ein Jahrgang, den finde ich total gut. Mhm. Der hatte jetzt, also 12 war ja irgendwie so ein Brummer-Jahrgang. Mhm. Ne? Also da hat ja, das war auch sehr heiß. Und 2011, das war so ein richtig schöner Weißwein-Jahrgang, finde ich. Und die 211er, die werden jetzt langsam. Der Wein hier, den kannst du noch locker 20 Jahre liegen lassen. Jetzt nicht mehr. Problem. Jetzt nicht mehr. Da müssten wir eine Menge Glaskugeln reinfüllen. Ja. Ja. Aber ich finde den schön. Ist ein sehr eigenständiger Saarriesling. Mhm. Und ich will jetzt einfach mal sagen, wir sind jetzt hier in der zweiten Hälfte der 40er. Sind wir auf jeden Fall. Also der ist. Was haben wir so gerade an der Spitze im Weißweinbereich? Ja, im Moment ist Horst Sauer an der Spitze. Ja. Aber das war, glaube ich, der edelsüße Bereich bei ihm. Nein, das war die Sehnsucht. Mann, die Sehnsucht? Ja, stimmt. Sehnsucht. Aber ja. Der hier, der. Ist knapp dahinter. Oder halt. Ich muss eigentlich sehen, so bei 46. Was meinst du? Sehr schöner Weißwein. Oho. Da kommen auch so ein bisschen diese Zitrusnoten. Oh ja. Es ist auch ganz klassisch, die Aprikose drin. Aber es kommen Zitrusnoten durch. Ich finde, es sind eher so die Honignoten im Vordergrund. Mhm. Und wenn man richtig schön kräftigen Schluck nimmt, da kommt die Säure. Ja, richtig, eine richtig schöne Säure. Der Weinmacher sagt ja, es kommt alles vom Berg. Und Donnerwetter. Da hat jemand gut dirigiert. Da hat man wirklich. Also schmeckt mir hervorragend. Mir auch. Und schon großes Kino, kann man sagen. Ne? Ist zwar ein bisschen abgewaschen, die Bezeichnung, aber. Großes Kino, ja, aber. Großes Kino. Wenn ich solche Rieslinge aus Deutschland habe, da verzichte ich auf die Chardonnays aus Übersee. Ja, weil
Das unheimlich vielschichtig. Vielschichtig. Wir haben ja jetzt schon gesagt, wir haben jetzt hier so Honigaromen, wir haben jetzt im anderen Augenblick eben die Zitrusaromen, wir hatten, was hatten wir am Anfang? Aprikose. Bisschen Feuerstein. Feuerstein, Mineralik. Schiefer, also ja. Das ist einfach von der ganzen Flasche her so ein Trinkerlebnis, das total viel Spaß macht. Und das für den Preis von, ja, ich würde mal sagen, so Mitte der 20er. Das ist echt einfach Spaß. Super. Was hatten wir gesagt? Wie viele Punkte? 46. 46, ja. Die hat er. Schon, oder? Würdest du sagen, das hier? Nö. Machen wir 46 Punkte. Das ist eine schnelle Sendung heute. Also, nein. Nicht? Ja. Das ist... Man muss auch so mal sagen, so eine Flasche Wein verdient auch diese Minutenanzahl. Ja, das ist ja wirklich ein handwerkliches Produkt. Mhm. Das ist kein Industrieprodukt. Da ist Steillage, das ist mit der Hand gelesen, ja. Das ist ja. Wahrscheinlich spontan vergoren. Ich nehme es mal an. Ja. Das sollte man mal erklären, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so ist. Da werden keine großen Hefen zugesetzt oder sonst was. Ich finde, das ist sowieso auch mal so ein kleines Ausschlusskriterium für viele Weine aus Übersee. Die haben einfach nicht, meiner Meinung nach, den Keller, die Spontanvergärung einfach so ja gut, geben können. Überseeweine, da bin ich ja sowieso ein bisschen im Zwiespalt, weil, gut, wenn ich einen neuseeländischen Sauvignon Blanc habe, die haben eigentlich fast immer die gleiche Qualität. Es hat einen Grund. Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt. Der Winzer kann eigentlich machen, was er will. Mhm. Ja, bei uns brauchst du für alles Mögliche eine Genehmigung. In Neuseeland ist es nicht so. Wenn der dehydrieren will, macht er das. Wenn er entsäuern will, macht er das einfach. So, dass er immer ein vernünftiges Produkt hinbekommt. Und In Deutschland, aber auch in Österreich, ist es ganze Handarbeit. Da ist es in schlechten Jahren, nehmen wir mal an, 2010, war ja ein sehr schwieriges Jahr. Da geht auch mal ein Jahrgang flöten. Da geht mal ein Jahrgang flöten, aber ein guter Winzer macht da auch einen guten Wein, aber muss dazu mit der Menge extremst runtergehen. Mhm. Ja. Er schmeißt halt im Endeffekt viele Trauben weg, die den Kriterien nicht entsprechen. Und ja, wir schweifen ab. Toller Wein. Wir beenden die Sendung.